Martin und herzlich willkommen zurück zum Mario Maker Mittwoch mit mir, Martin. Scheiß Mario! Fangen wir diesmal einfach direkt richtig Vollgas an und wir spielen ein Level, das heisst Fast vom Rubber Ross. Wenn wir schauen, was das bedeutet. Fast heisst wahrscheinlich, ich darf nicht lange stehen bleiben. Oi, 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 da geht die Schisse schon mal gut ab. Okay, okay, okay. Hey, ich schlage mich da gar nicht so schlecht bis jetzt. Nein! Ah, verdammte Scheiße. Das ist so stressig, so Zeug. Oh, fuck, der Bowser ist da. Scheiße, scheiße, scheiße! Wahrscheinlich muss da hier die blöden P-Switches wegmachen, oder? Nein! Aber schau jetzt, diesmal renne ich durch. Ich schaffe es im ersten Mal und dann habe ich noch Blumen, wenn ich hinten beim Bowser bin. Schau jetzt denn. Oh oh, wie komme ich jetzt hier durch? Ah, ich komme einfach oben drüber, das ist schon okay. Und jetzt kann ich hier. Nein! Scheiße, und schon wieder bin ich klein. Ja! Wenn ich in einem Schwung durchrenne, dann funktioniert es vielleicht. Ich muss mich einfach mit dem Springen konzentrieren. So, so. Nein, aufs P drauf. Doch, das ist schon gut, das ist schon gut, das ist schon gut, das ist schon gut. Ich muss die ganzen P's hier wegmachen. Mach die P's weg und zwar so schnell wie möglich. Ach du Scheiße, der hat ja noch das super Feuer-Atem-Crap. Ich komme nicht durch. Gange weg, hüpf auf P's. Oh je, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Ja! Yeah! Oh fuck, jetzt wäre ich fast gestorben. Wer ist das? Wo kommt der plötzlich her? Renn. Die grosse Problematik ist ja, dass ich am Ende vom Level auch noch den Bowser muss überleben. Schau jetzt denn, wenn ich da oben drauf bin und jetzt mit Vollgas gegen Führer gang. Schau jetzt denn. Das funktioniert. Komm drüber! Yes, drüber! Yes, ich bin gross und ich bin beim Bowser. Wieso hüpft das so blöd rum? Komm, mach P-Switches weg! Ah! Ja, super. Herrlich. Was mache ich jetzt? Wie viele P-Switches hat es noch? Nicht viel! Oh Gott. Bitte nicht. Kommt nicht auf P-Switches. Yes, 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 yes! Stirb, kein Lava, du blöde scheiß Eidechse. Das Game heisst Easy Mode und hat eine Abschlussrate von 2,83%. Es ist garantiert nicht Easy Mode. Also schau jetzt wollen wir doch den Easy Mode hier. Das ist schon machbar. Weil immerhin haben wir ein bisschen Mario Skills bekommen in letzter Zeit. Muss ich jetzt wirklich hier rein? Ich traue so viel und röhre und so Shit einfach nie. Ah, das ist sicher so ein Rätsellevel, wo du verdammt nochmal nicht weisst, was du machen musst. Gehen wir halt hier runter. Oh, hier geht es aber auch ab, he? Oh, merci vielmal. Danke, zum Glück hast du mich gewarnt. So, komm schnell rauf. Oh, ich glaube, so könnte ich es noch überleben, wenn jetzt nicht einer von oben runterkommt. Yes! Ach du Scheiße, wie ich Geister hasse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was ist da drin? Yes, ein Pilz! Nimm den Pilz! Ein Baby-Bowser in einem scheiß Flugteil. Oh, komm Pilz! Ich meinte doch hier einen Pilz raus! Komm! Oh fuck! Scheiß Baby Fick Bowser! Stirb! Oh, ein P-Switch, das ist schon mal gut. Ah, jetzt kann ich die Kanonen hier in den Untergrund versenken. Jetzt fallen nämlich Kanonen runter. Und das heisst, ich komme durch. Haben wir doch ein Rätsel gelöst. Siehst du, da sind Kanonen jetzt unten dran. Und ich komme easy durch. Wie weit muss ich eigentlich hier mit diesen Kanonen umdingseln? Ja, nicht einmal so weit. Yes, Martin! Hey, nice! Ein Powerblock. Für wo und was brauche ich echt den Powerblock? Ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Ich glaube, ich brauche ihn hier. Soll ich mal benutzen? Yes! So ein Rätsel macht mir Spass, wenn ich herausfinde, was ich machen muss. Und das ist leider viel zu selten der Fall. Wetten wir das längt gerade nicht. Hopp! Oh yes! Schon wieder so ein hure schweres Level geschafft. Es fühlt sich so gut an, wenn du das schaffst. Es fühlt sich so gut an. Oh, gib mir's Fanli. Yes. Da, schau mal. Don't look down. Das habe 2,53% geschafft. Ich liebe Super Mario World einfach. Das ist mit Abstand die beste Mario Franchise. Hoi. Und in der bin ich eben auch gar nicht schlecht. Schau jetzt. Stell ich gerade unter Beweis. Was? Schon ein Checkpoint? Ich brauche den Checkpoint scheinbar. Ich muss einfach auf den Fisch draufkumpen. Schade! Also, wie hüpft der Fisch? 1, 2, 3.
Yes! Schön, Martin, schön! Muss ich mich gerade selber loben. Wow! Genau so wollen wir das sehen, genau so wollen wir das sehen. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Ah, ich muss da stehen, damit das da in die Richtung schießt. Hopp! Ah. 1, 2, 3, hoi, 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 funktioniert doch. Ich glaube, jetzt kann ich das schon fast blind machen. Jetzt muss ich hier drauf stehen. Jo, kommst du jetzt in die Richtung? Merci vielmal. Zack. Das war knapp gewesen. Hey, sorry, aber ich check nicht, warum das noch so wenig Leute gemacht haben. Das ist echt nicht schwer. Ich glaube, meine Mario Maker Skills werden wirklich immer ein bisschen besser. Lava Lunch. Ah, fick. Also, keine Ahnung, aber schwierig ist anders. Muss ich da drauf bleiben? Nein, ich habe den Pilz verloren! Nein! Das hätte ich machen können, das wäre machbar gewesen. Aber jetzt weiss ich wenigstens, dass da etwas ist und dann gumpi einfach dort rüber. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt speedrunnen wir den ganzen Scheiß. Skills, Skills, Skills. Also, Sternchen holen und dann Vollgas. Vollgas durchrennen. Schau jetzt dann, Skills. Ich schreie Skills und verrecke in der Lava! Jetzt brauche ich nur den Stern und dann kann ich loslegen. Und Vollgas! Mit dem Stern kannst du irgendwie, habe ich das Gefühl, viel weiter gumpen. Aber ich könnte mich auch irren. Ah, ich dubbel! Aber schau jetzt! Schau jetzt! Das ist machbar. Ich habe genau gewusst, dass es machbar ist. Und dort hat es Hammerbrüder. Und ihr wisst, wie ich Hammerbrüder hasse. Und das war das Level gewesen! Die Levels sind gar nicht schwer! Hier, schau, 0,84% Abschlussrate. Dann machen wir doch einfach das. Yoshi's Lake of Desperation. Vom Don Tendo, das ist sogar ein YouTuber. Wollen wir doch mal schauen, wie das Level ist. Bin jetzt mal gespannt, was hier passiert. Sehr gespannt. Wenn es etwas gibt, das ich nicht ausstehen kann, dann sind es Unterwasserlevel. Herrlich. Und logischerweise muss ich so eins spielen. Es gibt echt nichts Schlimmes wie so beschissene Wasserlevel, weil ich weiß nie, was ich machen muss. Ich nehme an, da muss ich jetzt die Kackbombe dort vorne schießen. Ja, also, jetzt holen wir schon mal den Yoshi, weißt du? Der kann auch schwimmen, der blöde Sack. Jetzt kann ich einfach die ganzen Leute hier fressen und dann ist doch das nicht schwer. Nehmen! Jo, friss dich satt. Nachher kannst du wieder nicht gumpen, weil du zu dick geworden bist. Da, 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 da. Ich finde, du machst das super, Yoshi. Oh, fuck, 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 fuck! Stimmt, du kannst sogar einmal getroffen werden und dann gleich noch weiter überleben. Yoshi, ich weiss nicht, ich finde das unsympathisch. Oh, fuck. Komm schnell. Nein! Ich glaube, ich habe es schon versaut. Ja, ich habe es schon versaut. Weißt du, die Idee vom Level ist ja wirklich geil. Ah, ich kann doch das so machen. Nein, geh runter, geh runter, geh runter. So. Jetzt nehmen wir den hier wieder ins Maul. Ich darf einfach nie nachkommen und ich darf den Yoshi auch nicht verlieren. Skills, Martin! Skills, was mache ich jetzt mit dem P-Block? Brauche ich den noch? Oh, fuck! Die Knochenfische, die sind ja richtig scheiße. Die kann ich nicht ausstehen. Was passiert jetzt hier? Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Ich muss den P-Block loswerden, damit ich diese komischen Dings fressen kann. Wieso hockst du nicht wieder auf den Dinosaurier, du scheiß Hurenklempner? Der Hurenscheiß mit diesen Fuckbomben am Anfang jedes Mal! So, dann friss ich mich halt hier wieder durch die ganzen Goombas und Fischtouren und dann weiss ich auch nicht, wie es weitergeht. Oh nein, die Knochenfisch wieder, die blöden Knochenfisch wieder! Und jetzt geht die Yoshi ab, bitte komm nie an! Oh, Yoshi, 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 komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Diesmal schmeiß ich den P-Block hier schon da unten raus. Jetzt hier oben noch mehr Knochenfisch, oder? Also gut, jetzt muss ich einfach hier schön hoch bleiben, schön hoch bleiben, schön hoch bleiben. Schnell in das Loch rein. Oh, schön durch! Yes! Darf ich hier runter? Muss ich hier runter? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Oh nein! Er hat mich verarscht! Er hat mich verdammt nochmal verarscht! Und ich komme da auch nicht raus! Ich komme da nicht raus! Da hat mich verarscht, der blöde Drecksack! Oh, ich hock noch drauf! Aber ich komme da nicht raus! Ich bin da verdammt zum Sterben! Du bist so ein scheiß Troll, Mann! Du bist so ein scheiß Troll! Die regen mich so auf! Die regen mich so auf! Also, da oben bin ich relativ sicher. Nein! Schnell hock wieder auf einen Yoshi drauf! Wieso kannst du da nicht mehr auf einen Yoshi drauf hocken? Das will mir mein Ego einfach nicht zugeben, dass ich das Level nicht schaffe. Das kann nicht sein. Ich muss da eigentlich auch nur die untere Reihe wegnehmen, oder? Die dann so mühsam noch reinkommen. Also, jetzt sind nur noch die blöden Knochen für ein Riesenproblem. Schnell durch, schnell durch! Jetzt hat es hier wieder so solche von diesen komischen, huren scheiß Tintenfisch! Yoshi! Also jetzt muss ich mich nur um die Tintenfisch hier kümmern. Das ist ja schon mal gut. Die kann ich fressen und dann ist gut. Dann muss ich einfach oben bleiben. Und jetzt kommen die verdammten Geister nochmal. Also schnell in die Lücke, schnell in die Lücke, schnell in die Lücke. Schön Yoshi, schön Yoshi. Und ich darf keinen berühren auf dem Weg runter. Komm ich da durch?
Komm ich da durch? Komm ich da durch? Nein, 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 nein. Oh! Land auf dem Yoshi. Yes! Also gut, wenn es das nicht war, dann kriege ich 8 Vögel. Jo, es ist ein riesen Gump und für das brauchst du Yoshi. Also, hoffen wir, dass wir es schaffen! Wie willst du das schaffen? Wie willst du das schaffen? Ein Versuch gebe ich dem Ganzen noch. Ich glaube, im Großen und Ganzen war das Level nicht einmal so schwer. Der letzte Sprung hingegen ist einfach scheiße mühsam. Und scheiße. Schau, ich habe glaube mittlerweile alles recht flüssig im Griff. Bis auf den letzten Sprung. Ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Ich wüsste echt nicht, wie ich das schaffen sollte. Hier, nimm den Tintenfisch. Friss den Tintenfisch. Friss den Tintenfisch. Komm da hin, Tintenfisch! Hey, komm jetzt da hin, du Sushi-Bolle! Komm zu mir, Sushi-Bolle! Der weiss genau, dass ich ihn friss. Okay, immerhin bin ich wieder beim letzten. Fickt euch! Wie soll der gehen? Vielleicht komme ich da oben drauf? Oh ja? Ja, aber was mache ich da oben drauf? Hat es da irgendwo einen versteckten Dingsbums oder so? Dort sicher irgendwo eine versteckte, komische Scheiße, die ich herausfinden muss. Meinst du, wenn ich von hier auskomme und dann voll durchschwuppele mit dem Yoshi? Also komm, ich probiere es jetzt einfach noch einmal. Mach's, Mario, das schaffst du niemals! Schau mal, wie nah ich an das Fickziel ankomme! Ah, das gibt mir jetzt mein Ego einfach nicht zu, dass ich das Level nicht schaffe. Das gibt mir mein Ego nicht zu. Sorry, aber der letzte Sprung allein macht das Level einfach so viel schwerer, als dass es eigentlich wäre. Also, ich gumpe jetzt auf den P-Block drauf und dann gumpe ich auf die zwei Münzen da oben. Siehst du die? Genau die, auf die gumpe ich drauf und von dort aus mache ich so einen weiten Sprung wie noch möglich. Und wenn das nicht reicht, dann kann sich das Game ordentlich fett in den Arsch ficken. Okay, komm! Komm jetzt! Wie soll das jemals langen? Was ist das für ein beschissener Hurenfick? Nein, ich habe keinen Bock mehr, ich schaffe das Level einfach nicht. Der letzte Sprung ist zu schwer. Schau, vielleicht sehe ich irgendwas nicht oder keine Ahnung, aber ich schaffe es einfach nicht. Falls das irgendjemand von euch weiss, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Das macht mich wahnsinnig. Ich hasse es, wenn du so ein Level nicht kannst fertig machen, obwohl du irgendwie skilltechnisch parat wärst, aber dann schaffst du es nicht wegen so einem Hurenfick. Ja, ist jetzt auch gleich scheißegal. Aber auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Und ich hasse gern, wenn es slippery ist, weil dann gewinne ich. Oh nein, kleine Golden schon mal genau. Oh! Oh nein! Oh yes! 1-0 fuck! Mach Remake! Schau mal, wie die rumhüpferle. Jo! Ich glaube, ich habe endlich verstanden, wie das Game geht, dann wird es nämlich ein bisschen spannender. Gang jetzt weg! Oh Gott, jo, du wartest nur, bis ich aufhüpfe. Ich find's so geil, dass ich jetzt mal etwas no! anderes da hast. Das passiert, wenn deine Verteidigung nicht aufpasst. Ich bin so blöd!